Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar. Unsere CRM-Familie hat Zuwachs bekommen mit der Integration in Exact, in das CRM-System. Und ja, erstmal vielen Dank für die rege Teilnahme. Es sind eine Menge Teilnehmer hier angemeldet heute. Das finde ich ziemlich gut. Mich kennen Sie ja bereits, Markus Kogel, Sales Manager bei 3CX. Und ich möchte Ihnen auch gerne den Herrn Robin Brinkmann vorstellen. Er ist Partnermanager bei Exact und ja, macht dort entsprechend das Partnermanagement. Und er wird auch heute den Hauptteil, da ist er, und er wird auch heute den Hauptteil dieser Präsentation halten. Ganz kurz zum organisatorischen Ablauf. Herr Brinkmann wird Ihnen zunächst einmal Exact näher bringen, ja, die Vorteile der Software und die Integration in 3CX. Sollten Sie Fragen haben, nutzen Sie einfach das Chatfenster, posten Sie da Ihre Fragen rein und dann am Ende der Session werden wir dann auch konkret auf die Fragen eingehen. Gut, damit übergebe ich dann an den Robin Brinkmann. Ja, okay. Kannst Vielen Dank. Loslegen. Ich klinke mich dann mal aus und wenn Fragen sind, klinge ich mich wieder ein. Okay, super. Danke, Markus. Und dann auch von meiner Seite nochmal ja, vielen Dank für die rege Teilnahme und willkommen zu dem Webinar. Herr Kogel hatte es schon gesagt, ich bin bei Exact im Partnermanagement. Das heißt, ich kümmere mich für Deutschland um Partnerschaften jeder Art. Das heißt, auf der einen Seite klassische Systemintegration oder Reseller, genauso wie aber auch die Integration zu anderen Softwareanbietern, wie eben hier mit 3CX. Ich würde anfangen, kurz nochmal eben Exact vorzustellen, das ja, Firmenprofil, dann auf das Portfolio eingehen, also was bieten wir an, würde das anhand der Webseite machen, beziehungsweise dann auch einmal kurz einen Überblick über die Lösung geben und dann am Schluss nochmal auf die Integration mit 3CX eingehen. Ich würde jetzt mein Video erstmal ausschalten, damit vielleicht das die Bandbreite nicht zu sehr in Anspruch nimmt. Gut, wer ist Exact? Exact ist im Ursprung ein holländisches Unternehmen und gibt es schon seit über 30 Jahren, kommt aus der klassischen ja, On-Premise-ERP-Ecke, ist in Benelux sehr, sehr bekannt, ist so ein bisschen wie ja, das holländische SAP, kann man fast sagen. Hat aber dann vor circa 10 Jahren diese klassische On-Premise-Welt ein wenig verlassen. Die Produkte gibt es zwar immer noch, die Speerspitze oder der strategische Fokus liegt aber ganz klar nun auf Software as a Service und dort im Speziellen eben Exact Online, eine Lösung, die bei ja, einer kleinen Buchhaltung mit einem CRM anfängt und dann modular erweiterbar ist in Richtung ERP. Damit haben wir schon vor 10 Jahren angefangen, eben diese Software-as-a-Service-Lösung zu entwickeln und sind mit der Cloud-Lösung nun auch seit 3 Jahren am deutschen Markt aktiv. Wir haben ja, so 280.000 Unternehmen derzeit, die Exact online einsetzen in 6 Ländern, in denen wir damit aktiv sind. Also wir adressieren da den unteren Mittelstand. Man sieht, das ist Massengeschäft und es kommen im Schnitt circa 1.000 Unternehmen pro Woche dazu. Und das eben in den 6 Ländern, in denen wir aktiv sind. Ich sehe gerade, dass ein Teilnehmer nichts hören kann. Ich hoffe, die anderen können mich aber hören. Ja, ich klicke mich gerade noch mal ein. Also ja, okay. Alles okay, gut. Perfekt. Gut. Ja, gut, einfach mal die Audioeinstellungen am Rechner überprüfen, weil ich höre auch alles gut. Jetzt ja. Okay, alles okay. Gut. Ich bin wieder raus. Gut.
Ja, also vielleicht dann noch mal ganz kurz. Also im Ursprung ein holländisches Unternehmen, exakt, und seit circa 3 Jahren auch auf dem deutschen Markt mit der Cloud-Lösung aktiv. Man kennt exakt im deutschen Raum vielleicht auch noch mit einer Lösung für die Lohnabrechnung. Die wurde allerdings vor eben auch circa 3 Jahren verkauft in Deutschland. Das heißt, wir sind hier jetzt wirklich mit dem Portfolio aktiv, das ich gleich vorstellen werde. Vielleicht ist noch interessant, dass exakt von der Börse in Amsterdam Anfang letzten Jahres quasi von einem Investor runtergekauft wurde. Das heißt, wir haben seit Anfang letzten Jahres einen großen Investor an Bord, der circa 1 Milliarde Dollar nochmal an Kapital gegeben hat, was uns auch in die Lage versetzt, natürlich zu expandieren. Sie sehen, dass wir sehr viele Mitarbeiter auch in der Entwicklung haben. Das heißt, die Software wird natürlich ständig weiterentwickelt. Da es eine Standardsoftware ist, sind die Funktionen natürlich dann immer für alle Kunden sofort zur Verfügung. Ja. Wichtig ist auch, dass wir mit Steuerberatern und Buchhaltern zusammenarbeiten, besonders für die kleineren mittelständischen Unternehmen, mit denen wir nun mal zu tun haben, ist es so, dass die in Finanzfragen natürlich immer ihrem Buchhalter, Steuerberater vertrauen. Wir sind da keine Konkurrenz zur DATEV. Das ist auch in Deutschland speziell nochmal wichtig, sondern eher eine Ergänzung. DATEV ist auch einer unserer Schnittstellenpartner. Auf das Portfolio gehe ich gleich nochmal ein. Wir haben eben auch bestimmte Branchen, Lösungen, und wir haben neben unserer eigenen Software eben eine sehr offene Schnittstelle, über die wir dann Apps anbieten, wie zum Beispiel eben 3CX. Und ich würde hier jetzt quasi erstmal die PowerPoints verlassen und, da wir ja eine reine Online-Lösung sind, einfach mal auf unsere Webseite gehen und dort einen weiteren Überblick geben. Und zwar einfach auf erstmal unsere Standard-Webseite. Ich glaube, den Kollegen, der uns hier eine Demo anbietet, den brauchen wir erstmal nicht. Und würde Ihnen hier erstmal einen Überblick eben über das Portfolio geben. Im Fall von 3CX ist es natürlich so, dass wir dort speziell die Integration mit dem Eine Sekunde CRM. bitte, Ja. Robin. Wir können die Webseite nicht sehen. Okay. Ich mache mal Teilen abbrechen. Du musst deinen Bildschirminhalt teilen, ne? Das müsste Ja, jetzt, der Fall jetzt sein. ja. Ja, okay, perfekt. Jetzt ist alles gut. Alles Okay. klar. Also, die Integration mit 3CX ist natürlich hauptsächlich mit dem CRM-Modul in Exakt. Das CRM ist immer Bestandteil aller Lösungen. Also im Grunde fängt es bei uns mit einer kleinen Buchhaltungslösung ab 19 Euro monatlich an. Dort ist eben immer das CRM enthalten. Das ist eine, ja, vollwertige Buchhaltung zum Angebote erstellen, Rechnungen erstellen, und ist auch von PricewaterhouseCoopers zertifiziert nach GOBD. Das heißt, für den deutschen Markt auf jeden Fall auch ja, perfekt geeignet. Und das ist letzten Endes das Standardmodul, was in allen anderen Produkten auch enthalten ist. Was Sie hier sehen, ist, dass Sie jedes unserer Produkte auch immer 30 Tage kostenfrei testen können. Das heißt, Sie können sich einfach über die Webseite einen Account erstellen und können dann die Software erstmal 30 Tage kostenlos testen. Ich habe es gesagt, im Kern ist immer die Buchhaltung und das CRM. Es gibt dann weitere Ausbaustufen, sozusagen zum Beispiel die Projektabrechnung. Das heißt, ich bin zum Beispiel ein Dienstleistungsunternehmen und verrechne einem Kunden meine Dienstleistungsprojekte nach Stunden. Das heißt, ich erfasse die Stunden, würde sie dann hier in Rechnung stellen. Projektmanagement ist letzten Endes nochmal eine Erweiterung. Das heißt, da kann ich dann auch meine Projektstrukturpläne etc. hinterlegen. Oder wenn ich Wartungsverträge mit Kunden habe, ich da monatliche Zahlungseingänge habe, dann kann ich das damit verwalten.
Die Handelslösung ist eine klassische Warenwirtschaft, also Lagerverwaltung, Seriennummern, Chargen etc. Und hier vielleicht nochmal ein Wort zur Preisstruktur. Es ist so, dass das Grundmodul eben diese 109 Euro kostet. Und da unterscheiden wir uns von vielen unserer Wettbewerber in der Form, dass dieser Preis nicht pro User ist. Man kennt das oft bei so Cloud-Software, dass dann eben vielleicht so eine Warenwirtschaft 70 Euro kostet, das dann aber pro Nutzer ist. Das ist hier nicht der Fall, sondern das ist das Modul. Und wenn man auf jetzt kaufen geht, dann kauft man natürlich nicht direkt, sondern man würde erst einmal eine Übersicht kriegen. Und dort lässt sich eigentlich auch die Preisstruktur nochmal ganz gut nachvollziehen. Das heißt, Sie haben hier schon einen Nutzer mit drin, der zusätzliche Anwender kostet Sie aber nicht nochmal 109 Euro, sondern eben nur 9. Ja, sagen wir mal, Sie würden eben 5 Anwender haben, sehen dann am Ende, dass es eben die 45 Euro wären. Ein weiterer Mandant bedeutet, wenn Sie zum Beispiel mehrere GmbHs haben, die Sie verwalten, dann brauchen Sie auch dafür nicht noch einmal komplett die Lösung für 109 Euro kaufen, sondern könnten dann eben hier in dem Fall für 7,50 Euro noch einen weiteren Mandanten dazu buchen. Diese Zusatzmodule, die man hier sieht, sind quasi Scannen und Erkennen. Damit könnte man über OCR eben Eingangsrechnungen zum Beispiel automatisch auslesen. Vertragsmanagement sind wiederkehrende Rechnungen. Was noch interessant ist, da das natürlich dann auch ein Betätigungsfeld ist, wo unsere Partner immer aktiv sind, sind die sogenannten Starterpakete. Wie immer bei kaufmännischer Software braucht man natürlich einen gewissen Anteil an Beratung und Einrichtung, da man natürlich das Ganze auf die Prozesse des Kunden anpassen muss, da man zum Beispiel die richtigen Kontenrahmen etc. in der Buchhaltung einstellen muss, man Stammdaten übernehmen möchte. Und da bieten wir dann eben für knapp 2.000 Euro so ein Einführungspaket an, wo dann einer unserer Consultants das mit dem Kunden macht. Das ist, wie gesagt, eben auch dann ein klassisches Feld, das dann von Partnern übernommen wird, muss aber nicht. Also das heißt, auch wenn Partner vielleicht einen Interessenten haben für eine unserer Lösungen, die aber sagen, okay, wir sind zum Beispiel in dem Bereich der Produktion nicht wirklich zu Hause, dann ist es auch kein Problem, dass es dann einer unserer Consultants macht. Ich habe es eben schon mal angesprochen, wir haben auch ein Modul für Buchhalter, Steuerberater, da die Zusammenarbeit eben für den unteren Mittelstand immer sehr wichtig ist. Und wir bieten das tatsächlich für 0 Euro an. Der Hintergrund ist der, dass wir eben sagen, das versetzt den Buchhalter zum Beispiel in die Lage, live auf das System des Kunden zu schauen, mit ihm seine Zahlen durchzugehen, Buchungen zu korrigieren etc. Und letzten Endes entsteht für uns als Exakt, warum wir das für 0 Euro anbieten, der Mehrwert dadurch, dass der Buchhalter, Steuerberater eben dann bestenfalls Exakt weiterempfiehlt. Ja, weil er damit einfach seinen Beratungsservice anbieten kann und ein bisschen auch wegkommt von dem Pendelordner, also alle Rechnungen, die im Monat angefallen sind, einmal in den Schuhkarton und zum Buchhalter, damit er die abtippt. Ja, das ist letzten Endes natürlich was wir eben über so eine Softwarelösung dann auch weitestgehend automatisch im Hintergrund ablaufen lassen. Das heißt, man kann sich mehr um wesentlichere Dinge, wie zum Beispiel die Entwicklung des Geschäfts kümmern. Um Ihnen nur einen ganz kurzen Eindruck zu geben, würde ich kurz in eine Lösung reingehen. Da wirklich auch nur ganz oberflächlich drauf schauen, wenn es im Nachgang Interesse gibt, sich vielleicht eines der Produkte nochmal tiefer anzuschauen oder wirklich mehr über die Software auch zu erfahren, dann können wir das gerne noch organisieren. Sie können sich natürlich auch über die Webseite einfach einen Account anlegen und mal reinschauen. Dann haben Sie auch gute Chancen, dass Sie direkt einen Ansprechpartner von Exakt bekommen, der Ihnen das gerne auch nochmal zeigt.
Ich habe jetzt in dem Fall einfach mal einen Handelsmandanten genommen. Wie gesagt, ich gehe nur ganz oberflächlich darauf ein. Sie haben hier einen Startbildschirm, ja, auf dem Sie einen Überblick haben über die wichtigsten Finanzkennzahlen in Ihrem Unternehmen. Und sehen hier, dass Sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel Ihr Bankkonto zu verknüpfen. Das heißt Online-Banking. Sie würden dann über PIN-TAN-Verfahren den Kontoauszug abrufen, könnten dann die offenen Posten den Zahlungen zuordnen und das Ganze verbuchen. Im Bereich Verkauf könnten Sie zum Beispiel direkt hieraus jetzt neue Rechnungen erstellen. Sie haben auch einen Überblick darüber, welche Rechnungen noch nicht bezahlt wurden, in dem Fall relativ viele, könnten draufklicken, reinschauen und würden dann eben sehen, welche der Kunden Ihnen denn noch Geld schulden. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Einkauf. Welche Rechnungen müssen Sie vielleicht noch bezahlen? Wie Sie sehen, generell scheint die Zahlungsmoral hier nicht sonderlich hoch zu sein. Sie haben unten dann nochmal ein paar Grafiken zum Ergebnis und Sie kriegen auch gewisse Erinnerungen, zum Beispiel, wenn die Umsatzsteuervoranmeldung fällig ist, die Sie natürlich auch über das System abbilden können. Sie haben hier im linken oberen Bereich die Funktionen. Diese erste Seite, die Sie jetzt sehen, ist das Finanzdashboard. Es gibt natürlich auch weitere Möglichkeiten oder Sie könnten sich ja auch ein eigenes anlegen. Im Bereich Finanzen haben Sie die klassische Buchhaltung. Wie schon angesprochen, ist die immer integraler Bestandteil. Sie haben den Verkauf und im jetzt speziellen Fall für den Handel natürlich auch die Lagerverwaltung, Seriennummern, Chargennummern, Artikelverwaltung. Und nochmal den Einkauf, dass Sie natürlich dann die Ware, die Sie nachbestellen müssen, auch direkt über das System bestellen können. Für uns jetzt auch vor allem im Zusammenspiel mit 3CX ist eben das CRM natürlich interessant. Das ist immer kostenloser Bestandteil. Es ist nicht unser Kernprodukt, sage ich mal. Also es ist jetzt kein Salesforce. Wir sind nicht ein reiner Anbieter von CRM-Software, sondern das ist immer integraler Bestandteil. Sie sehen, dass Sie hier natürlich Ihre Kunden verwalten können, Ihre Ansprechpartner verwalten können. Sie können Verkaufsgelegenheiten anlegen, das heißt klassische Opportunities, diese dann ja vom jeweiligen Vertriebler abarbeiten lassen, Notizen, Wiedervorlagen etc., können Angebote dem Kunden natürlich erstellen und haben noch gewisse Marketing-Funktionalitäten. Das heißt, dass sie zum Beispiel Marketing-Kampagnen erstellen können oder Mailing-Listen ihre Kunden nach gewissen Kriterien filtern etc. Wenn wir mal einfach in einen Kunden reingehen, dann sehen Sie, dass ja, es eine Kundenkarte gibt, aus der Sie zum einen hier direkt verschiedene Funktionen wieder abgebildet haben oder verschiedene Prozesse anstoßen können. Das heißt, Sie könnten direkt eine Verkaufsgelegenheit anlegen, Sie könnten ein Angebot erstellen. Oder zum Beispiel, wenn der Kunde das Angebot angenommen hat und Sie eine Bestellung haben oder einen Auftrag, das natürlich sofort aufnehmen. Sie sehen hier nochmal als Überblick, was hat denn der Kunde vielleicht noch nicht bezahlt, was haben Sie hier noch offen an Verkaufsgelegenheiten, haben eine Aktivitätenleiste. Ja. Das ist letzten Endes auch das, was Sie dann sehen, wenn wir später dazu kommen, was passiert, wenn ein Kunde anruft und wir das mit 3CX verbunden haben, dann geht eben eine solche Karte auf und Sie haben dann direkt die Möglichkeit, eben verschiedene Dinge anzustoßen oder können ja neben den grundlegenden Informationen zum Kunden zum Beispiel auch nochmal schauen, okay, was war denn die letzte Rechnung, die ich ihm gestellt habe? Gibt es noch Verkaufsgelegenheiten? Gibt es offene Angebote? Letzten Endes eigentlich die klassischen Informationen, die Sie zu einem Kunden haben möchten. Was Sie hier auf der Seite haben, ist mehr oder weniger die Verwaltung. Da möchte ich eigentlich nur auf einen Punkt eingehen und das ist der Punkt meine Apps.
Ich habe es eben schon mal erwähnt, wir haben sehr offene Schnittstellen und auch die Philosophie, dass wir uns mit möglichst vielen anderen Lösungsanbietern integrieren. Es ist so, da das System eine Standardsoftware ist und immer online überall verfügbar, ist es natürlich auch möglich, die Schnittstelle oder den Datenaustausch so zu standardisieren, dass man am Ende sagen kann, okay, wenn ich jetzt ein Handelsunternehmen bin und ich habe einen Webshop, dann funktioniert das immer nach dem gleichen Prinzip. Das heißt, die Schnittstelle, die einmal entwickelt ist, kann man zu 80% eigentlich auch immer replizieren. Über diesen Tab hier, meine Apps, kriegen Sie quasi erstmal einen Überblick, was für Dinge Sie denn verbunden haben mit Ihrem Account. In dem Fall ist es so, dass ich hier auch exakt auf meinem iPhone nutze. Also wir haben natürlich auch Apps für verschiedene Endgeräte. Das heißt, dass ich das Ganze auch immer auf meinem Telefon dabei haben kann. Ich habe hier eine Anbindung zu einem Webshop zum Beispiel und noch ein Tool, mit dem ich direkt quasi SQL-Abfragen machen könnte. Das heißt, wenn ich ein bisschen versiert vielleicht damit bin und noch ein paar tiefere Datenanalysen machen möchte, dann könnte ich das darüber zum Beispiel machen. Was ich dann auch sehe, ist, dass mir verschiedene andere Lösungen empfohlen werden oder ich kann eben hierüber auf das sogenannte App Center gehen. Das jetzt sichtbar sein sollte. Und in diesem App Center finde ich dann zum Beispiel auch die Integration mit 3CX. Und Sie sehen schon, die Anbindung an 3CX selbst ist kostenlos. Was Sie natürlich brauchen, ist eben ein lizenziertes 3CX und Sie brauchen eben den exakt Online-Account. Sie zahlen aber nichts dafür, dass eben die Daten ausgetauscht werden. Und wenn man hier auf Kontakt geht, dann kriegen Sie auch direkt eine Anleitung, wie die Installation aussehen sollte. Das heißt, letzten Endes ist es ein Plugin, das Sie noch installieren müssen, wählen dann eben exakt online aus und können dann schon gewisse Dinge konfigurieren. Ja, wie zum Beispiel, wann soll denn die Kundenkarte überhaupt angezeigt werden? Soll das passieren, sobald ich einen Anruf reinbekomme? Oder soll das passieren, wenn ich zum Beispiel nur abnehme? Ja, da gibt es dann schon mal verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Genauso, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, ich habe einen Unterschied zwischen einem Kunden und dann einem Ansprechpartner beim Kunden. Was möchte ich denn gerne sehen? Und was Sie dann natürlich tun müssen, ist, dass Sie sich bei exakt einmal einloggen, quasi also bestätigen, dass Sie die Daten austauschen möchten zwischen den beiden Lösungen. Und dann kann es eigentlich auch schon direkt losgehen. Wie das Ganze aussieht, würde ich kurz anhand eines aufgezeichneten Videos nur mal zeigen. Ich hoffe, man kann das Video jetzt auch sehen. Ja, alles klar. Ja. Okay, sehr gut. Okay, das heißt, wir haben hier unser Exakt in dem Fall schon offen. Das ist nicht zwingend notwendig. Das heißt, er würde den Browser auch so dann nochmal starten und das Ganze aufrufen. Wenn wir dann, wie wir hier auf der Seite sehen, eben das 3CX nutzen und wir haben einen Anruf, der eingeht. Hier haben Sie jetzt gesehen, okay, der Anruf kommt rein und direkt geht die Kundenkarte auf, eben das, was wir eben gesehen haben. In diesem Fall ist es dann der Ansprechpartner. Ich habe eben hier dann alle Informationen direkt verfügbar und könnte dann eben während des Telefonats auch nochmal ein paar Dinge vielleicht nachschauen. Wenn ich
dieses Telefonat dann beende, geht sofort eine Aktivität quasi auf, dass ich nochmal ein bisschen festhalten kann, was wurde besprochen, was kriegt der Kunde vielleicht noch von mir, kann das Ganze dann auch mit einem Aktionsdatum versehen und dann wäre das so ein klassisches, eine klassische Nachricht, die dann auftauchen würde. Okay, ich muss vielleicht bei dem und dem Kunden nochmal anrufen. Da habe ich mit ihm noch was besprochen. Ich schulde ihm noch ein Angebot etc. Ja. Und das ist letzten Endes schon die Grundfunktionalität. Ja. Natürlich ist es dann auch möglich, wenn ich eine Nummer jetzt hier habe, diese dann über 3CX anzurufen, aber das ist letzten Endes die Standardfunktionalität. Ermöglicht es natürlich dem Kunden, einfach mit seinen Kunden oder Lieferanten oder wem auch immer, der eben anruft, persönlicher zu interagieren, die Informationen direkt an der Hand zu haben, das heißt auch schneller zu einer Lösung zu kommen, vielleicht auch direkt ein Angebot zu stellen, dann aus der Software heraus während des Telefonates und dadurch auch schneller zu einem Abschluss vielleicht zu kommen. So, das grundlegend zu der Integration. Sie können sich, wie gesagt, einfach auf der Webseite von uns einen kostenlosen Account anlegen. Das wäre eine Möglichkeit und Sie haben ja alle dann auch die entsprechenden 3CX-Lizenzen und könnten das sicher dann auch mal ausprobieren. Diese Schnittstellen oder Apps, das ist auch immer mit einem Test-Account möglich. Sie haben allerdings auch die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Partner-Account anzulegen, auch direkt über die Webseite. Der Vorteil dieses Accounts, ja, ich bin noch eingeloggt, aber der Vorteil dieses Accounts ist dann, dass Sie diese 30-Tage-Begrenzung auf der einen Seite nicht haben und auf der anderen Seite sich für alle Produkte, die wir anbieten, einen jeweiligen Demo-Mandanten anlegen können. Das heißt, Sie können letzten Endes die kleine Buchhaltungslösung genauso sich mal anschauen wie die Lösungen zum Abrechnen von Stunden oder eben die Produktion. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann können Sie gerne einfach auch direkt auf mich zukommen und ansonsten vermittelt der Herr Kogel bestimmt auch gerne nochmal den Kontakt, wenn es Fragen gibt. Ich würde jetzt zurückwechseln nochmal kurz auf die Präsentation, die dann jetzt, hoffe ich, alle auch wieder sehen können. Und nochmal kurz zusammenfassen, also wir bieten die Software natürlich als 100% Cloud an, das heißt wirklich Software as a Service in Reinform, zentral gehostet, für Deutschland gehostet bei der T-Systems in München. Deutsches Hosting, deutscher Datenschutz natürlich sehr wichtig für deutsche Kunden. Ja, da es aber eben eine Online-Lösung ist, ist sie immer überall mobil verfügbar. Es ist eine Standardsoftware. Das bedeutet, dass alle Updates, die wir reinbringen, für alle Kunden immer verfügbar sind. Bedeutet auf der anderen Seite natürlich auch, dass man jetzt nicht beliebig viel dazu programmieren kann. Wir haben aber durch diese 30-jährige Erfahrung im ERP-Umfeld wirklich eine sehr, sehr große Funktionstiefe. Sie haben keine klassische Installation der Software, sondern die Software, wie eben gezeigt, können Sie sofort über den Browser nutzen. Was natürlich anfällt, ist eben die klassische Integration oder, sage ich mal, das Customizing, das Anpassen auf die Prozesse. Wir haben eine monatliche Zahlweise und da eine sehr attraktive Preisstruktur. Denn wie gesagt, diese Preise sind nicht auf User-Basis, sondern eben für das Modul und die einzelnen User kosten dann in dem Fall weniger. Das Portfolio ist
wirklich sehr breit, da wir eben von der kleinen Buchhaltungslösung mit dem CRM dann wirklich modular auch aufbauen können. Monatliche Vertragsweise, monatlich kündbar, und Sie können natürlich dann jederzeit auch von einer Version in die andere wechseln. Das kostenlose Tool für die Steuerberater ist wirklich für den unteren Mittelstand sehr, sehr interessant, da man eben da live zusammenarbeiten kann mit seinem Steuerberater oder seinem Buchhalter. Auch da nochmal keine Konkurrenz zur DATEV, sondern wir haben DATEV-Schnittstellen, sind einer von drei Partnern, die auch mit DATEV-Unternehmen online zusammenarbeiten können. Das heißt, dass man den Beleg für eine Eingangs- oder eine Ausgangsrechnung inklusive der Buchung automatisch zu DATEV hochspielen kann in das DATEV-Rechenzentrum. Also da braucht man keine DATEV-CSV-Dateien erstellen, diese hin und her schieben, was natürlich dann auch im Hinblick auf GOBD zum Beispiel relativ problematisch sein kann, sondern das ist dann wirklich ein automatisierter Datenaustausch. Und es ist eben einfach möglich, weitere Lösungen an Exakt anzubinden. Da gibt es dann Apps wie zum Beispiel 3CX, die schon standardmäßig verbunden sind. Auf der anderen Seite gibt es eine sehr, sehr offene API, die dann auch frei genutzt werden kann, um eben ja, Kunden individuell etwas anzubinden oder andere Standardlösungen, die wir vielleicht so im App Center noch nicht drin haben, mit Exakt zu verbinden. So, und das soll auch erstmal der Teil gewesen sein, in dem ich es kurz vorstelle. Ich sehe, wir haben ein, zwei Fragen im Chat auch. Und vielleicht würde ich auf diese kurz eingehen und dann ansonsten nochmal die Möglichkeit geben, weitere Fragen zu stellen. Pintan-Verfahren, also HBCI unterstützen wir auch. Sie brauchen aber letzten Endes zum Abrufen der Datei müssten Sie schon nochmal die PIN und TAN eingeben. Mit Faxversand und Empfang direkt unterstützt. Da weiß ich jetzt gerade nicht genau, auf welchen Punkt Herr Kirchhoff, Sie sich da bezogen haben. Wenn es zum Beispiel um das Senden und Empfangen von Rechnungen geht, dann haben Sie die Möglichkeit, das Ganze digital natürlich zu machen. Okay, perfekt. Wir bieten einen sogenannten digitalen Postkasten an. Das ist eine Möglichkeit, dass Sie quasi eine E-Mail-Adresse definieren und dann die Dokumente sofort in Exakt reinlaufen würden. Und Sie können natürlich, wenn Sie jetzt ein Angebot aus der Kundenkarte heraus verschicken, dieses auch immer als E-Mail versenden. Also könnten auch von hier aus das direkt als E-Mail verschicken. Das sind letzten Endes die Möglichkeiten, wie Sie es ja, digital versenden können. Sie können es natürlich auch ausdrucken. Direkte Anbindung jetzt zu Ihrem Faxgerät haben wir damit erstmal nicht. Also Sie könnten das Ganze, wenn Sie es ausdrucken, können Sie wahrscheinlich dann vielleicht Ihr Faxgerät auswählen, je nachdem, wie Sie es aufgesetzt haben. Also Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, das ganze Angebot dann klassisch auszudrucken. Aber eine direkte Verbindung dann, dass Sie sagen, okay, Sie können es aus dem System, können Sie sagen, per Fax. Das ist, glaube ich, so noch nicht drin, sondern das wäre eher Sie versenden es per E-Mail oder Sie würden es eben ausdrucken. Hier war jetzt gerade noch die Frage bezüglich Fax, Faxe mit Signatur. Ob das geht. Also das ist genau der Punkt. Sie würden es eher eben per E-Mail verschicken oder das Ganze dann ausdrucken. Je nachdem können Sie natürlich dann, wenn Sie in dem Druckfenster sind, vielleicht, je nachdem, wie es aufgesetzt ist, dann das Gerät auswählen, was es vielleicht auch als Fax verschickt. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Also der klassische Weg wäre wirklich eigentlich per E-Mail sogar. Oder Sie würden es ausdrucken, könnten es auch
an verschiedene Druckprovider übergeben, die das Ganze dann rausschicken. Okay, da kommen noch mehr Fragen rein jetzt gerade. Ach, okay. Kann ich Kunden-E-Mails im CRM zuordnen, mit Outlook sozusagen koppeln, um alles auf einen Blick zu sehen? Also es gibt da leider keine so tiefe Integration mit Outlook, dass sie quasi ihre gesamte Historie oder alle E-Mails, die sie im Outlook haben, bei dem Kunden dann sehen können. Also das ist so nicht möglich. Sie können eben Dokumente am Kunden natürlich hinterlegen, aber sie haben da keine E-Mail-Historie. Das wäre so ein klassischer Fall, wo ja, man zum Beispiel Integration dann auch nutzen könnte oder eben die Schnittstelle nutzen kann, ist aber so Stand heute noch nicht umgesetzt, nein. Okay, dann gab es hier noch die weitere Frage, eine Schnittstelle zu Shopware. Ist da was in Planung? Zu Shopware haben wir Stand heute noch keine im App Center, aber es ist so, dass dort gerade ja, ein anderer Partner eine Entwicklung gestartet hat. Da kann ich noch nicht genau sagen, wie lange das dann dauern wird oder in welcher Form man das dann anbietet. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Shopware oder eine Anbindung zu Shopware nicht nur in Planung ist, sondern da auch schon entwickelt wird. Ja. Wichtig ist da vielleicht, dass wir diese Anbindungen nicht selbst machen. Also das heißt, diese Apps, die im App Center zu sehen sind, sind von Partnern entwickelt. Also sei es jetzt der Softwareanbieter selbst, im Falle von 3CX zum Beispiel, da ja, Markus, habt ihr die Schnittstelle oder die Integration entwickelt? Wenn wir uns sowas anschauen wie Magento, dann steht dahinter ein Entwickler oder ein Partner, der sich eben mit Schnittstellen auskennt, der einfach sagt, okay, ich weiß, dass viele Leute Magento anbinden wollen. Ich standardisiere diese Schnittstelle, ich programmiere das einmal und stelle es dann für einen monatlichen Preis zur Verfügung. Und jeder Kunde kann es dann eigentlich nutzen. Und gut, so ähnlich sieht es dann eben auch aus. Shopware ist da. Man hat jetzt angefangen, das Ganze umzusetzen, ist aber dann eben noch nicht genau klar, wann das auf dem App Center auftaucht, aber da würde es dann früher oder später landen. Beziehungsweise Sie können auch immer sich die API einfach mal anschauen. Also eigentlich jeder, der sich ein bisschen mit Schnittstellen auskennt, der kommt damit sehr gut zurecht. Die Informationen sind alle frei verfügbar. Wir haben da auch ein eigenes Software Development Kit, das die ganze Sache noch mal ein bisschen einfacher macht. Und es kostet Sie auch nichts, diese API zu nutzen oder sich diesen Partner-Account zu erstellen, um dann dort gewisse Dinge zu testen und die Authentifizierung zu machen. Ja, ist, denke ich, auch gerade interessant für einige Partner, die dann sagen, okay, wir haben da Spezialanforderungen für Shopware oder auch andere Software. Genau. Ja, gut, da kann man das Modul Genau. dann entsprechend selber stellen und verkaufen. Das ist auch nochmal ein ganz gutes Argument für Partner. Genau, also letzten Endes ist es über diese Schnittstellen-Thematik und über die Apps wirklich auch möglich zu sagen als Partner, ich schnüre gewisse Bundles, weil ich einfach weiß, dass die meisten meiner Kunden einfach die Software XY noch nutzen. Ja. Als Softwarehersteller, besonders wenn man irgendwie so Business-Software herstellt, dann redet man immer gerne von einer All-in-One-Lösung und redet sich ein, dass man das alleinig glücklich machende ist. Wir wissen aber alle, dass das am Ende nicht ganz stimmt, sondern man braucht eben immer Integration. Und das ändert sich natürlich auch in der Cloud nicht. Also Integration und Datenaustausch ist nach wie vor ein großes Thema. Die Form ändert sich insofern halt ein bisschen, dass man über diese Standardschnittstellen eben dann auch gewisse Standards anbieten kann, was den Austausch angeht. Ja, und als Partner hat man eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme einfach zum Beispiel das, was da ist und mache daraus ein Bundle für meinen Kunden. Oder ich programmiere vielleicht selbst was, was noch nicht da ist, stelle es hier online oder eine bessere Version, stelle es selbst online, kann dann an der Schnittstelle verdienen, beziehungsweise kann das Gesamtpaket verkaufen. Ich denke auch ein großer Vorteil ist eben, das ist eine sehr, sehr
eben ein sehr breites Portfolio gibt. Das heißt, Sie können relativ klein anfangen, aber sage ich mal, wirklich 80% der kleineren Unternehmen, da würden Sie immer irgendwo eine Lösung haben. Und wenn man das dann noch mit Schnittstellen verbindet, dann hat man da, glaube ich, ein sehr attraktives Portfolio, was man sich da zusammenstellen kann. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Schreiben Sie ruhig. Aber ich kann schon mal sagen, schauen Sie sich als Partner auch mal exakt an, weil ich meine, man verkauft zum Beispiel nicht nur eine Telefonanlage, man verkauft nicht nur ein CRM-System, man verkauft eine ganzheitliche Lösung. Ja, und ich denke, mit exakt zusammen mit 3CX haben Sie da ein sehr, sehr gutes Paket, was wirklich sehr, sehr viele Kundenanforderungen abdecken kann. Ja, und ich denke, dass. Ja, das könnte gut für uns alle sein. Ja, und gerade Exakt ist auch preislich sehr attraktiv. Ja, das kommt uns von 3CX natürlich auch entgegen. Wir sind ja preislich auch sehr, sehr günstig. Ja, und ja, zu einem relativ kleinen Preis kann man dem Kunden dann wirklich eine ganzheitliche Lösung bieten. Ich denke, das ist der Vorteil von Exakt und 3CX zusammen. Genau. Und da vielleicht auch noch ein Wort. Wir haben da auch eine ähnliche Philosophie wie 3CX, was auch das Training zum Beispiel von Partnern angeht. Das bieten wir auch kostenlos an. Also es ist nicht so, wie man das jetzt zum Beispiel von SAP oder so kennen würde, dass man dann erstmal 15.000 Euro auf den Tisch legt, damit man seinen Consultant zertifiziert. Das ist nicht unser Ansatz. Wir bieten deswegen die Trainings eben umsonst an. Es ist natürlich so, dass je nachdem, in welche Lösung man geht, das funktional relativ vielschichtig ist, spricht aber auch nichts dagegen, als Partner zum Beispiel zu sagen, ich konzentriere mich auf ein, zwei dieser Lösungen, trainiere da vielleicht ein, zwei Leute und ich könnte ansonsten dann, wenn ich einen Interessenten habe, der sich für Produktion interessiert, dann gebe ich den eben weiter. Und ja, da gibt es dann einfach verschiedene finanzielle Beteiligungsstrukturen, je nachdem. Also bis zu 40% würden Sie halt monatlich dann an der Subskription auch partizipieren. Wir haben hier noch eine weitere Frage. Markt für Österreich, Steuerbestimmungen, Datenschutz, Hosting. Für Österreich ist es so, wir haben zwar österreichische Kunden bereits, wir haben aber standardmäßig noch zum Beispiel den österreichischen Kontenrahmen nicht im System, den muss man dann eben händisch anlegen. Die Software ist noch nicht für den österreichischen Markt wirklich 100% ausprogrammiert. Da sind wir allerdings gerade dran. Das heißt, dass wir dann gewisse Dinge da auch nochmal ja, automatisieren. Also ein klassisches zum Beispiel auch Umsatzsteuervoranmeldung. Man muss für jedes Land dann eine Anbindung zum Finanzamt schaffen. Es gibt da verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen. Das heißt, natürlich ist das ein relativ komplexes Thema. Also da arbeiten wir im Moment dran. Und es gibt auch schon Kunden, die es nutzen, ist dann nur ein bisschen mehr manueller Aufwand. Okay, noch eine Frage. Haben Sie bereits klassische Softwarehersteller als direkte Kunden? Klassische Software, also wir haben einige Kunden, die auch Software herstellen, ja, und die nutzen natürlich dann meistens ja, ein Modul, das dann irgendwo auch das Vertragsmanagement, wie es bei uns heißt, beinhaltet. Zumindest alle die, die es auf Monatsbasis anbieten. Das heißt, da kann ich ja, laufende Verträge abbilden, monatliche Zahlungen abbilden, sehe dann auch, wie ja, sich die Zahlungsströme entwickeln. Das kann ich mit so einer Lösung machen. Wenn es viel dann auch um Individualentwicklung etc. geht, dann könnte ich natürlich über das Projektmanagement auch meine Zeiten erfassen für ein gewisses Kundenprojekt und könnte die dann dem Kunden auch direkt in Rechnung stellen. Also es gibt einige auch Softwareanbieter, die das nutzen. Relativ viele Startups natürlich auch. Die sind dem Thema Cloud generell ein bisschen offener gegenüber. Und ja, da sie eben auch von vorne nochmal anfangen, hat man da auch immer nicht so die Diskussion, dass man ein altes System lösen müsste. Okay. Okay, Frage damit beantwortet. Gut. Perfekt.
Ja, ich würde sagen, ja, wir haben uns diesmal sehr gut an den Zeitrahmen gehalten. Vielen lieben Dank, Robin Brinkmann, für die Vorstellung von Exact. Ich denke, das ist Gerne. für viele unserer Partner sehr, sehr interessant. Wenn da noch weitere Fragen sein sollten, vielleicht kannst du noch mal, oder ich kann es auch, die erste Folie. Ja, sag so, da hat man noch mal die Kontaktdaten. Ja, da können Sie den Herrn Brinkmann auch ruhig schreiben, oder Sie können sich auch natürlich an uns wenden. Wir vermitteln da gerne. Ja, und ja, dann würde ich einfach sagen, vielen Dank für die rege Teilnahme. Und dann hoffe ich, dass wir da zusammen genug Geschäfte generieren können. Genau, auch nochmal von mir vielen Dank, auch Markus an dich für die Organisation und für die rege Teilnahme. Bei Fragen wirklich einfach gerne auch direkt auf mich zukommen. Und ansonsten, ja, erstellen Sie sich einfach auf der Webseite einen Account. Wir nutzen im Übrigen das gleiche CRM. Dann landen Sie sofort bei uns im CRM und dann haben Sie auch einen Ansprechpartner, der Ihnen die Software gerne zeigt. Bei konkreten Fragen eben auch gerne einfach direkt melden. Gut, dann wünschen wir Ihnen allen ein schönes Pfingstwochenende. Erholen Sie sich gut und dann hören wir uns bald alle wieder. Vielen Dank. Bis dahin, tschüss.